Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls Remastered. Heute wird's ernst, heute schieben wir Frust, heute geht es der Hexe Isalis an den Kragen. Oder eher unserer Geduld. So, ich muss mich erstmal orientieren. Hier abgegrast, glaube ich, haben wir in der letzten Folge alles. Das heißt, es geht jetzt zu dieser Röhre da vorne. Und dann hoch zum Walk of Shame, wie ich ihn gerne nenne. Denn wenn man stirbt, darf man die ganze Fläche hier noch einmal laufen. Das ist sehr schön. Das hält fit. Das hält gesund. Das hält uns bei Laune. Hurra! Ja. So. Hier geht's dann runter. Und hier haben wir eigentlich fast nur die ganze Länge der Straße entlang einen Gegner. Und das sind diese Feuerlaternen. Ein paar sind echt, ein paar sind wieder nur Attrappen. Man kennt's ja schon. Na, rüber darfst du auch. Da oben liegt dann schon ein Item, an das wir nur aus erhöhter Position rankommen. Ich kann euch aber sagen, was es ist. Es ist ein Ring der Opferung. Um die Spannung gleich mal vorweg rauszunehmen. Brauchst gar nichts zu tun, als wenn du nicht echt wärst. Ich weiß, du bist echt. Oh, 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 oh. Heißer Hintern. So, du auch. Komm. Damit es mir da keine Beschwerden gibt, dass ich irgendjemanden nicht bevorzugt behandle. Ganz schön viel, ne? Du müsstest die letzte sein. Dann bekommen wir schon mit einem neuen Gegnertyp zu tun. Hier ums Eck ist, glaube ich, nichts. Und ich laufe aber doch. Eine große Seele. Sehr schön. Hier haben wir dann so Tentakel-Dinger. Die sind sehr leicht zu besiegen. Also die sind wirklich das leichteste hier. Einfach umkreisen. Und kaputt hauen. So, entschuldigt bitte den kurzen Cut. Und wenn es eine Position gibt für das Leuchtfeuer und das wird sogar in Communities dementiert, dann wäre das hier gewesen. Aber From Software macht es uns natürlich nicht leicht. Oh, der Bug. Das nehmen wir gerne an. Hier geht's die Wurzel runter. Zu diesem Item, das wir vorhin besprochen haben. Ich muss nur schauen. Ja. Ich wusste, dass da einer kommt. Haha. Das ist zwar schon lange her, dass ich hier war, aber ein bisschen was merke ich mir. Eine Seele. So, und der ist jetzt ein bisschen blöd zu bekommen. So. Der seltene Ring der Opferung, den man reparieren kann. Einen davon haben wir ja schon, wenn ihr meinem Walkthrough gefolgt seid. So, dann gehen wir wieder rauf. Gute Nacht! So, da sind wir wieder. Und geht gleich wieder weiter. Seht ihr die da oben? Die ist sehr, sehr fies. Die machen wir dann gleich nachher. Wir gehen erstmal hier runter.
Ja, lauft nur weg. Ich hole euch trotzdem eins. Gleich in Doppelpack. Euch auch. Sehr schön. Oh, da ist ja noch einer. Eieieiei. Nicht gleich erwischt. Nicht gleich erwischt. Dafür jetzt erwischt. So. Hier ist jetzt diese Brücke, über die Solaire kommen würde, wenn wir die 30 Menschlichkeiten opfern würden, nicht Seelen. Seelen 30 hätten wir sehr schnell. Hier gibt es auch noch den letzten Titanit-Dämon. Der stärkste im ganzen Spiel. Wir probieren es einfach mal. Sollte ich ihn nicht bezwingen können, dann lassen wir ihn aus. Die Tür bleibt nämlich trotzdem verschlossen. Das ist ja das Blöde an der Sache. Schauen wir mal. Der hat einen Grashüpfer gefressen. Ey, ja, ja. Die eigenen Regeln nicht befolgt, aber hier auf der Brücke kämpfen ist wirklich ein bisschen kaka. Ich schau mal. So, meine Seelen habe ich mir schnell offcam wieder geholt. Bin gerade auf der Flucht. Schön an den Wurzeln noch hängen geblieben. Puh. 20.000 Seelen schenke ich auch nicht. Naja, gut, in dem Fall ist es nicht viel, aber es sind meine Seelen. Hier geht es ums Prinzip. So, den machen wir auch noch weg. Und jetzt geht es an eine kleine, aber fiese Falle. Wir sehen ja hier das Item. Nicht direkt raus. Jetzt sehen wir es nicht. Jetzt ist es weg. Da hinten ist ein Item. Wir gehen hier an der Seite entlang. Genau deswegen. Das Item ist nämlich eine Falle. Wir kommen hier nach unten und wir wüssten ihn eigentlich schon sehen. Hier müsste Siegmeier stehen. Irgendwo. Siegmeier ist nicht da. Warum ist Siegmeier nicht da? Ah, da ist er. So. Siegmeier möchte jetzt unsere Hilfe da unten haben. Die können wir ihm gerne anbieten. Wir machen aber zuerst die Viecher da unten weg. Das dauert jetzt ein klein wenig, das werde ich rausschneiden. So, ich denke, das reicht. Den einen da und da um die Ecke müsste dann auch noch einer sein, können wir so besiegen. Legt aber zuerst, das empfehle ich euch, den rostigen Eisenring an. Na? Hallo? Denn da unten ist Gift. Das heißt, wir legen uns auch die Moosklumpen auf die Schnellzugriffsleiste. Sicher ist sicher. Wir haben ja genug davon. Ich glaube, um die 40 Stück habe ich davon. Wenn ich euch nicht anlüge. Ja, 40. So, dann reden wir mal mit unserem Zwiebelfreund. Der mal wieder pennt. Guten Morgen. Oh, ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well, what's on your mind? No, don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have run up quite a debt to you. Perhaps the time has come. Friend, I have an idea. A good one, really. I will rush those dire fiends and you can slip away in the confusion. Please, friend. I owe you much more than this. By the honor of the Knights of Katarina, allow me to assist you. And now,
I go. Don't be slow. Come on! Over here, you fiends! Perish! Bis der da unten ist, ist der schon tot. So, den auch gleich. So, wir sammeln vorher mal ein, bevor wir mit ihm reden. Einmal ein roter Brocken. Eine Seele. Grüne Scherben. Hinten müsste auch noch was liegen. Nö, nicht? Nein? Kann ich? Okay, wir reden mal mit ihm. But you, didn't you get away? Well, you've saved me once again. Oh, thank goodness. I'm exhausted. I think I'll have a... Oh, don't you worry. Ground below me is my pillow. I'll recover shortly. Ich vergesse schon wieder, dass R diesmal die Taste ist. Zum Heilen. Okay, er schläft. Tief und fest hat er sich verdient. Mit der großen Hilfe, die er uns geleistet hat. So, ich muss mich mal kurz orientieren. Aufpassen hier an der Seite. Diese Löcher führen nur in den Tod. Und nicht mehr als nur in den Tod. Hier geht's rauf, okay. Hier gibt es zwei Aufgänge. Einer davon ist der falsche, einer der richtige. Und hier gibt es einen Gegenstand. Den gibt es auch nur dieses eine Mal im Spiel. Und ich werde ihn wahrscheinlich wieder gleich mal nicht finden. Weil hier alles so gleich aussieht und alles so verwinkelt ist. Oh. Da hinten ist eine Kiste. Und wir bekommen die rote Scholle. Die gibt es hier nur einmal im Spiel. Waffen-Upgrade-Material, ist klar. So, jetzt heißt es suchen. Wo geht's lang? Wo geht's rauf? Wo geht's nach Haus? Hier ist Zwiebelritter. So, hier ist der erste Aufgang. Ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige ist oder nicht. Bei einem gibt es nämlich noch ein Item, wenn ich mich nicht irre. Und in Dark Souls irre ich mich selten. Ja, ja, Vergiftung. Jetzt stellt ihr euch vor, ihr müsstet das alles ohne diesen Ring hier machen. Das wäre eine Katastrophe. Na, seht ihr, wie ich das alles weiß? Erzähl's mir mal anderen. Noch einmal ein roter Brocken. So, und jetzt müssen wir wieder auf die andere Seite, denn von der anderen Seite aus, glaube ich, geht's nach oben. Oder war das hier? Ich glaube, das war sogar hier. Schauen wir einfach mal. Hier war es definitiv nicht. Andere Seite. So, entschuldige aber mal den kurzen Cut. Hier an der anderen Seite, am anderen Aufgang, da geht es jetzt rauf. War doch die andere Seite, Entschuldigung. So. Damit wir hier auch wieder rauskommen. Auf den gleichen Weg, wie wir reingekommen sind. So, und jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Wir gehen zum Endboss. Nee, noch nicht ganz.
Gibt noch ein bisschen was abzugrasen. Und zwar entledigen wir uns jetzt erstmal dieser Dame hier. Lasst sie am besten erst gar nicht anfangen zu zaubern. Wow. Denn die, wenn die loslegt, das tut weh. Und sie lässt ihren Isalis-Beschleuniger fallen. Da haben wir nochmal so einen Tentakel. Annie. Mensch, haben die Klubschaugen. Und hier nochmal eine Kiste. Mit einer wirklich starken, starken Pyromantie. So. Und jetzt? Ja. Jetzt wird's lustig. Schaut mal. Hier geht's zum Endboss. Hurra! Ich freue mich nicht. So absolut nicht. Los geht's. Hexe Isalis, willkommen. Hurra! Rutschpartie! Hui! Ja, das Lachen wird mir gleich vergehen. Aber der Boss ist zum Teil fair. Ich sage auch warum. Zuerst laufen wir schnellen Schrittes mal hier durch. Man sieht die Patschehändchen hier. Der erste ist leicht. Wir müssen uns einen Weg hier reinbahnen. Und dann auf dieses Gebilde hier hauen. Wenn wir das gemacht haben, wird ihr ein neuer Arm wachsen. Dieser Arm wird versuchen, uns zu töten, ganz klar. Und der Boden wird einbrechen. Und wir müssen eigentlich Parcours laufen zur nächsten Wurzel von ihr. Diese auch kaputt schlagen, die ist auf der anderen Seite. Und dann noch in die Mitte, um das Herz zu treffen. Das Schöne, Faire an der Sache ist, wenn ich die jetzt kaputt haue und ich sterbe, bleibt die kaputt. Ich brauche also nur noch die anderen zwei dann kaputt machen. Hört sich super an. Die Praxis ist eine andere. Wir lösen die Animation aus. Hier wächst ein feuriger zweiter Arm. Beziehungsweise dritter Arm. Der uns das Leben schwer machen wird. So, wenn wir das geschafft haben, wie gesagt, der Boden wird einbrechen und sie werden uns trotzdem auch noch mit ihren Tentakeln behaken und die versuchen uns da reinzuschubsen. Das ist nochmal eine Ecke schön gemein. Und da wir ja nicht wissen, wo es zu diesen Einbrüchen kommt, Achtung! Ich kann es glauben kaum, ich bin tot. Wörter Kauderwelsch und dann passiert mir dieser kleine peinliche Schnitzer. Naja. So, nächster Versuch. Meine null Seelen hier. So, jetzt laufen. Sie holt schon aus. Und wir sind durch. Und wisst ihr, was das Blöde ist? Ich brauche meine Seelen gar nicht mehr einsammeln. Es sind nämlich 0. Beim zweiten Versuch bin ich nämlich ohne den Ring in die Lava gelaufen. Der uns schützt vor der Lava. Das ist natürlich sehr gescheit. So, der nächste Arm. Habe ich euch schon gesagt, dass ich sie hasse? So, denn jetzt wird es noch blöder, als es ohnehin schon ist. Ja.
So, der nächste Versuch, dem Übel an die Wurzel zu gehen. Oh, komm. Deine Schwinger. Und jetzt. Gas. Jawohl. Jetzt nur noch das, durch das Gestrüpp hier durch. Reden kann ich auch nicht mehr. Zu auf das Herz. Ja, auf die müsst ihr trotzdem aufpassen. Und das war's. Ja, Hexe von Aeseles, du bist tot und ich hasse dich. Ich hasse dich immens. Hass, Hass, Hass und nochmal Hass. Ich hasse dich. So. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. Und wir sehen uns dann gesund und munter in der nächsten Folge von Dark Souls. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Och, bin in die Lava bringen. Daneben gesprungen. Hallo, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann bist du jetzt im Auto gelandet. Ich möchte dir danken, dass du das Video geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte die Däumchen nach oben nicht vergessen. Das würde mir auf YouTube weiterhelfen. Wenn du noch weitere Videos von mir sehen willst, dann werden die jetzt hier unten erscheinen. Eine kleine Auswahl, immer eine Playlist, immer ein aktuelles Video und wir sehen uns im nächsten Video. Du kannst mich auch gerne abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.